Salü Leute, wir hatten einen super Sommer gehabt und jetzt erleben wir noch einen goldenen Herbst. Was passt da besser wie eine goldene Suppe? Kürbissuppe. Sicherlich, wir haben schon einige im Kanal, aber Kürbissuppen kann man wie Sand am Meer machen. Wir nehmen einen Hokkaido-Kürbis, was haben wir dazu noch? Zwiebeln, Ingwer, Chili, Knoblauch, Öl, Salz, Pfeffer, Muskat und das kommt noch eine Gemüsebrühe und Kokosnussmilch hinzu. Die ganze Suppe machen wir ofengeröstet. Deswegen schneiden wir erstmal einfach alles klein. Kürbis. Erstmal halbieren. Sieht wieder klasse aus, ne? Halben Kürbis nehmen wir dafür. Wie gesagt, Hokkaido-Kürbis, immer das Schöne. Können wir mit Schale verwenden. Haben wir null Abschnitte bei. Wir halbieren ihn. Danach vierteln wir ihn. Dann können wir ihn meistens schon ganz gut aushöhlen. Mal, was macht. Ja. Ne, mit dem Löffel einfach reingehen in diese Viertel und zur Seite legen. Genau das gleiche hier rein und zur Seite damit. Schneiden wir weiter klein. Also ich sag mal, ein vernünftiges Messer ist schon von Vorteil, ne? Beim Kürbis. Kürbis hat schon, ne? Lässt sich schon schwer schneiden. Einfach grob in Würfel schneiden. Das Ganze kommt natürlich in den Mixer nachher rein. Von daher ist die Schnittform wirklich zweitrangig. So. Die andere Hälfte. Ja, er wehrt sich noch. Jetzt hat er verloren. Zwiebeln dazu. Auch hier braucht ihr nicht viel machen. Einfach vierteln. Und dazu. Knoblauch. Auch grob schneiden. Könnt ihr auch mit Schale reinmachen. Müsste man es allerdings raussuchen nachher. Ne? Die Schale kann man schlecht aufmixen. Ingwer, so ein bisschen nach Gusto. Ich nehme jetzt hier mal so einen Zentimeter Ingwer. Ich mag sehr gerne Ingwer. Gerade in der herbstlichen Küche bringt es Wärme in unseren Körper wieder rein. Sehr schön. Chili, auch ebenfalls Nachgeschmack. Da nehme ich jetzt hier so einen halben Zentimeter. Ja, ein guter halber Zentimeter ist das. Muskat. Auch Muskat ist für mich ein, vor allen Dingen Herbst-Wintergewürz. Bringt Wärme in den Körper wieder rein. Pfeffer. Und Salz. Und dann braucht ihr ein Öl. Entweder nehmt ihr ein Olivenöl oder ein natives Rapsöl. Passt beides sehr gut zum Kürbis. Bisschen drüber. Ganz ruhig einmal umrühren. Das sollte man auf jeden Fall umrühren. Und dann kommt der Backofen rein. Bei 180 Grad, nicht zu heiß, ne? Deswegen 180 Grad ist eine gute Temperatur. Und dann rösten wir das da durch. Der Ofen geröstete Kürbis war jetzt eine halbe Stunde im Backofen bei 180 Grad. Wie gesagt, jetzt ist er gar. Ne? Könnt das mit dem Messer so zerdrücken. Auch die Zwiebeln, das passt ziemlich genau. Ne? Kommt er in den Mixer rein. Ist natürlich egal, welchen Mixer ihr verwendet, ob das ein Stabmixer ist oder was weiß ich. Gemüsebrühe. So. Und einen schönen Schluck Kokosnussmilch. Wie heißt das so schön in einem Video von mir, was so viel kommentiert ist? Check it, Baby.
Das geht natürlich in dem Ding rasend schnell. Aber wie gesagt, jeder andere Mixer tut es bei einer Suppe natürlich auch. Fertig ist sie. Ganz einfache Geschichte wieder, wie man sieht. Na, das muss man da wegmachen. Füllen wir ein. Cremig. Total lecker, ne? Kräftig im Geschmack. Schön mit herbstlichen Aromen. Ziehen wir noch mit ein bisschen Kokosnussmilch. Na, so. Na, kann ruhig so Punkte sein. Et voilà. Bon Appetit wünsche ich euch, euer Bierkoch.